So, herzlich willkommen mal wieder bei Italien. Und zwar geht's heute um das Paket Nummer 4 im Unboxing-Video. Das hatte ich doch bei mir rumstehen. Werde ich auch bald einen Gebrauch haben. Was richtig cool ist, finde ich jedenfalls. Und zwar heißt das Ding Scotty. Ein Grill für einfach und überall. Wieder mal keine Werbung. Das Ding habe ich selber gekauft. Und zwar habe ich es auch in ein Video gepackt, weil ich es cool finde, dass es so etwas gibt. So. Der Scotty wird in einer Tasche kommen. Die verdammt schwer ist. Eine Hand zu heben. So. So, da haben wir die Tasche. Was haben wir noch hier drin? Wir haben noch zwei Scotty-Aufkleber. Zwei Scotty-Aufkleber. Bisschen dieses Behält. Eine Dankeskarte, dass wir das Ding gekauft haben. Finde ich immer ganz süß, wenn das da reinbringt. Und ein Plan zum Zusammenbauen des Teils. Das wird ein bisschen Spaß. Lass ich jetzt. So. Das Ding kommt mal hier hin. Die Grill, der kommen wir mir auch an die Wand. So. Das ist die Tasche. Die besteht aus diesem gleichen Material wie Feuerwehrschläuche. Finde ich richtig cool. So. Und. Und ich lasse wieder. Und auch mein Mic. Dankeschön. So. Wir haben hier ein paar Sachen drin. Also, hier in der Tasche an der Seite, wie ihr es rauszieht, hole ich einen Schlauch aus. Das ist der Schlauch von dem Grill. Den brauchen wir nachher. Das Ding bauen wir auch jetzt gleich ein bisschen zusammen. Ich kriege das wieder eingepackt. So. Bitte lesen! Die Brennereinheit befindet sich in der Innentasche. Die Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen. Eine englische Version nach dem Erstumtausch ausgeschlossen. Genau. Wenn es einmal zusammengebaut war und aufgemacht wurde, ist das Ding nicht mehr zurückgeben. Verständlich. Ist eingefällt. So, der Grill ist aus Edelstahl und ich werde nachher Videos. Ich werde den mit euch jetzt mal zusammenbauen. So, deswegen nehme ich das mal runter. Und dann wollen wir mal gucken. So, wir haben ein Blech. Ein zweites Blech. Ein drittes Blech. Die andere Seite. Die ersten Füße. Und die zweiten Füße. Kommen wir jetzt mal hier unten hin. Und ich probiere das hier ein bisschen zusammen zu pressen. So, was ist das denn hier? Herstellerzugaben nur im Freien verwenden, nur im Betriebnahme, bla bla bla. Alles klar. Wie schon gesagt, ich roll nichts. Also wie üblich. So. So. Ganz cool, wie das Ding ein bisschen funktioniert. So, das nehme ich zurück. Das nehme ich schon mal zurück. Zurück. Und fangen wir hiermit an. Hier sind so kleine Nöppis drin. Die müssen da rein. Ich glaube, dass die wieder so rum aufgebaut. Werden wir aber gleich sehen. So. Ist ja Metall, das heißt, es ist auch ein bisschen hitzebeständig. So, das ist ein Gasgrill zum Mitnehmen. Den habe ich mir gekauft fürs Kanu, weil ich einen Grill haben wollte, der mitnehmbar ist. Der ist ein bisschen kippt. Ah, so. Das Ding steht schon mal. Das Ding kommt hier an die Seite. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das hier festbekommen. Ich baue das Ding zusammen und dann sehen wir uns wieder.
ich bin doch wieder zurück. Mein Fehler war, dass man dieses Teil hier in der Seite, das hier zuerst baut, hier dran macht und dann erst das Ding reinschiebt. Deswegen hat es nicht funktioniert. So, das haben wir jetzt auch da reinbekommen. Jetzt kommt die andere Seite da dran. Die hier. So, jetzt haben wir komplett einen Boden und sowas fertig und da kommt noch was dran. So, das war wahrscheinlich der Gasschlauch gleich zu verteilen, oder? Genau. So, hier haben wir ein langes Rohr, das haben wir jetzt auch fertig. Aha, okay. So. So. Und zack, haben wir das jetzt schon eingebaut. Euer Herr. So. Dann haben wir da Düsen. Leider kann man sie schlecht sehen. Hier an der Seite wird jetzt das Rohr festgeschraubt. Ich schraube es jetzt nicht komplett dran. Und jetzt geht es weiter. Über dem Teil wird dieses Gitter gelegt. Wo ich mich nachher frage. Genau. Und auf dem Gitter kommt am Ende draufgelegt dieses schwere Gitter. Und fertig ist unser Scotty-Grill. Relativ cool, so rum. Ah. So, da haben wir unseren fertigen Scotty-Grill. Das ist ein Gasgrill, mit dem man eben zusammengefaltet ein bisschen grillen kann. Also wir haben hier wirklich Platz für einige Würstchen. Und ich muss sagen, ich finde das Ding total cool. Und ja, kurz kleines Video. Und ja. Kommen wir zum Fazit vom Scotty Grill. Also ich bin mehr als zufrieden. Ich bin mit dem auf den Bodensee gefahren, habe eine längere Tour gemacht. Werdet ihr auch wahrscheinlich sehen können, wenn ihr jetzt unten in der Beschreibung guckt. Da ist meine Website jetzt verlinkt, Website gemacht. Da sind Blog-Einträge, da ist dann die Bodensee-Umrundung drin. Da habe ich ihn auch mehrmals für benutzt. Es gibt drei Größen von Flaschen, also Small, Medium und Big. Die Small reicht für 2, die Medium für 3 bis 4 und die Big haben wir, ich habe eben auch keine von den Big leer bekommen. Aber ja. Eins gemacht, was ich finde, er ist ein bisschen zu schwer dafür zu mitnehmen, aber er ist komfortabel einfach für die Größe. Es ist einfach super angenehm. Also er etwas hat, wo man Gepäck reinzoomen kann, es ist super. Also zum Wandern, wenn man zum Beispiel überlegt hat, eine Backpacking-Tour zu machen, ist das super. Du kannst eine Gasflasche mitnehmen, du kannst Fleisch mitnehmen. Oh, guck mal, gleich wieder Kühlung. Ah, du kannst unterwegs grillen. Und zwar grillst du relativ schnell. Und da habe ich gar kein Problem. Ich habe mit dem schon in Strand gegrillt. Ich habe mit dem am Wasser, in den Bergen. Also, da kann man jetzt richtig viel mitmachen. Und ja, wenn ihr wirklich einen Grill sucht, der klein ist, kompakt zusammenfaltbar ist, kann ich euch noch den Scotty empfehlen. Ja, ich habe andere Features, wo ich sagen will, was mit der Haube und sowas. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, wie cool es ist. Und zum Beispiel für Leute, die Alternative suchen, es gibt einen, weil die sagen, der Scotty ist zu klein. Es gibt Scotty Maxi, seit neuestem auch, habe ich gesehen. Der ist doppelt so groß, aber auch zusammenfaltbar wieder. Total praktisch. Also ich bin mehr als zufrieden. Und ja, ich muss sagen, ein cooles Produkt. Und ja, ich werde es sehr häufig noch benutzen. Und ja, hiermit sage ich dann ciao und tschüss, lasst ein Abo und ein Like da und guckt eine Infocard, da ist mal eben eine neue Website verlinkt mit der Bodenseeumrundung und meinem Umzug, weil ihr auch schon seht, ich bin in einer neuen Wohnung, ich bin umgezogen und zwar auf eine Insel. Ciao und tschüss.